Ja, inzwischen regnet es sich mehr und mehr ein und wir sind froh, dass der Weg durch den Wald ansteigt. Burg würde Eintritt kosten, die lassen wir jetzt im Regen aus, das bringt nicht sonderlich viel. Grüße aus Augsbachdorf, ich bin Flo dabei und heute geht es auf die 10. Etappe vom Welterbesteig Wachau und da nehme ich euch einfach mit. Günstigerweise haben wir da nämlich kein Bankerl, auf dem wir rasten können und wir taten aber gern schon rasten, nämlich ganz am Anfang der Etappe. Und warum, erzähle ich euch später. Ja, da hinein, das haben sie versetzt, schaut einmal, mit der Welterbesteig angeschrieben ist. Im Ort haben sie alles richtig gemacht mit der Markierung, da darf man gar nichts sagen. Schau, Welterbesteig, hinterm Bad vorbei. Ja, direkt hinterm Bad beginnt in Augsbachdorf der Anstieg auf eine Anhöhe, bevor man gleich wieder absteigt, nämlich nach Ackstein. Und zwar nicht zur Burgruine Ackstein, sondern in den Ort Ackstein. Welterbesteig. Burgruine Ackstein in was? 1 Stunde 15, da steht 30 Minuten durchgestrichen, schau. Da geht's schon hinauf. Also weder die 1 Stunde 15 noch die 30 Minuten sind wirklich realistisch. Ja, 30 Minuten sind fast eher realistisch als 1 Stunde 15. Es sind 300 Höhenmeter, ne? Ja, inzwischen regnet es sich mehr und mehr ein und wir sind froh, dass der Weg durch den Wald ansteigt. Ja, da drüben ist jetzt zu ahnen die einst stolze Festung. Ruine Ackstein. Da unten ist die Straße zu sehen und auch zu hören. Die werden wir dann bald kreuzen. Oder man verwendet dann die Straße zum Aufstieg. Je nachdem, wie die Steigbeschaffenheit ist, ist das eine mögliche Variante. Originalwegverlauf ist die Straße allerdings nicht. Historischer Eselsteig. Wanderweg zur Burgruine Ackstein. Historischer Eselsteig. Ja, der Eselsteig ist eine Eselei. Am Anfang ist er schon sehr steil. Jetzt geht es ein bisschen besser. Da haben die Esel ihre liebe Not gehabt, ne?
Es ist schön, aber es ist auch steil und anstrengend. Ackstein, da geht es jetzt hinaus auf einen Forstweg. Die Eselei hat ein Ende. Ja, für eine gute Aussicht macht uns jetzt leider der Regen einen Strich durch die Rechnung. Wir haben ja in den meisten Fällen die ärgsten Regenfälle vermieden, indem wir die Etappen so gelegt haben, dass wir an den Tagesrandzeiten unterwegs waren, wo es doch nicht geregnet hat. Und heute lasst es sich heute einmal nicht vermeiden. Und da werden wir die letzte Stunde heute im Regen verbringen. Kann auch ganz schön sein. Welterbe steig scharf nach links hinten und Maria Langeck ebenfalls. Da vorne ist sie, die Ruine. Ihr könnt euch da informieren. Aber da steht alles Mögliche. Nur nicht viel über die Ruine. Burgruine Ackstein. Da kannst du hineingehen in die Burg. Nein, ja, dann nicht. Schauen wir mal, was für Aussicht gibt, oder? Aussicht gibt es keine. Burg würde Eintritt kosten, die lassen wir jetzt im Regen aus. Das bringt nicht sonderlich viel. Wer nicht so wie wir schon öfter in Ackstein waren, sondern das zum ersten Mal sieht, dass wir jetzt die Zeit nehmen, um da hineinzugehen. Wir nehmen uns im Regen keine Zeit. Ich werde euch auch keine guten Bilder liefern können, das bringt nicht viel. Wir dürfen wieder in den Wald hinein, am obersten Ende vom Parkplatz. Ich glaube, ja. Tatsächlich, schaut da. Jetzt haben wir die Kombination aus Nebel und Regen. Es ist besonders günstig für herrliche Aufnahmen, oder? Maria Langeck, Fußweg zur Ruine Ackstein. Ruine Ackstein eine halbe Stunde. Aha. Na gut, Maria Langeck da oben. Ne? Ja, diese 10. Etappe wäre ja wirklich reich an Kulturschätzen und sie ist auch reich an Naturschönheiten. Nur bei dem Wetter zeigt sie sich natürlich nicht von ihrer besten Seite. Kann ich aber versprechen, nachdem der zweite Teil von der 10. Etappe schon abgedreht worden ist, es wird noch viel, viel besser. Na, das Welterbesteigzeichen ist aber schon sehr verblasst. He? Asphalt leistet man sich da. Normalerweise wegen wir das nicht, aber jetzt ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen. Maria Langeck, schau da hinein. Ja, wir haben es geschafft und stehen auf der Straße und damit bei Maria Langeck. Und mit unserer 10. Etappe geht es morgen weiter. Ja, Maria Langeck ist erreicht in 488 Meter Seehöhe. Und warum geht man nach Maria Langeck? Naja, ist eine schöne Wallfahrtskirche, ne? Kloster Maria Langeck in 512 Meter Seehöhe. Und man schaut, Welterbesteigschild ist hier durchaus noch da. Das ist ein offizieller Abstecher. Da wird man das Klosterstübel erreichen.
Und man kann den Kreuzweg fortsetzen, das machen wir jetzt nicht mehr. Der Aufstecher, der ist hier auch schon wieder zu Ende. Schau mal die Vorbau da. Das ist schon fast schwarz, die Platteln, oder? In Maria Langeck hat man Infrastruktur, nämlich nicht nur Bankerl da entlang der Straße, sondern auch Wasser. Rudolf da. Bei uns geht es jetzt zum Kastelkreuz, Kreuzhöhe. Das ist leider mit Aufstieg verbunden, wie der Name Höhe schon vermuten lässt. Der Zaun da ist nicht rasend attraktiv. Hm? Intensiver Pilzgeruch durchzieht da den Wald. Aber zum Sägen ist nichts. Schau, die Straße ist erreicht. Wir finden uns auf einer Landesstraße wieder. Und jetzt zeige ich euch eine Besonderheit. Das ist eine Landesstraße mit Naturbelag. Und das steht da im Landesgesetz von Niederösterreich so drinnen. Als eine der wenigen Landesstraßen, die man bewusst in diesem Zustand belässt. Und sie sind trotzdem ganz normal für den Pkw und sogar Lkw-Verkehr gedacht. Ja, den Luxus muss man sich mal leisten. Und jetzt sind wir beim Kastelkreuz. Ja? Kastelkreuz. In 652 Meter Seehöhe. Ja, das ist da hinten gemeines Schild, denn tatsächlich muss man für den Welterbesteig auf der Straße verbleiben, da müsst ihr aufpassen. Also da vorne am Baum die nächste Markierung, das hätte ein paar Bäume früher stattfinden können. Da ist auch eine, ja, und da glaube ich geht es dann auch hinein wieder. Hofahrensdorf, da sind wir richtig. Sehr gut markiert. Drei auf einen Streich. Hoher Forststraßenanteil. Aber erstens einmal sehr gut gangbar und zweitens einmal zu dieser Jahreszeit in wunderbarer Umgebung. Schaut euch diese Farben drauf an.
allein sind wir bis jetzt in dieser herrlichen Umgebung. Hat sich noch, obwohl ein Samstag, kein Mensch dazu aufraffen können, ein bisschen früher aufzustehen und die Natur zu genießen in all ihrer Pracht. Hinter mir war kurz der Jauerling und die Skiwiese zu sehen mit der Sender. Geht sie vielleicht da noch einmal aus, schauen wir mal. Knapp. So, da türmt sich der hohe Stein auf. Und da hätten wir jetzt hoher Stein 25 Minuten zusätzlich. Schon. Zuweg hoher Stein. Buchental in 553 und da geht's weiter Schloss Hofansdorf in 45 Minuten. Hoher Stein, 10 Minuten, das ist aber sehr optimistisch. Hein? Ja, Wohlstein, da ist der Zustieg schon ganz schön steil. Das muss man schon recht wollen, dass man da hinaufsteigt. Ja, es ist ein interessantes Felsgebilde und es ist möglich, ihn mit Versicherungen zu besteigen. Das werden wir jetzt dann probieren. Da oben hat man schon die Leiter sichtbar. Zur Sicherheit die Nummer der Bergrettung. Da werden wir uns jetzt bemühen, dass wir die nicht brauchen. Und da fährt den Absatz. Muss man. Ja, der hohe Stein ist ein wirklich lohnender Aufstecher mit einem herrlichen Blick auf die Wachau. Schaut mal, ja, den Gipfel mit der Skiwiese und Denking im Vordergrund. Da habe ich der Spitzer Graben, die Ruine Hinterhaus, der Tausendeimerberg mit Spitz, den Ort drumherum. Da unten ist Arnsdorf, Wachansdorf, um genau zu sein. Da hinter dem Schiff auf der anderen Donauseite. Das sagt Michael, der Michaelerberg, über den wir drüber gegangen sind. Ähnlich sieht man das Ganze mal ohne Nebel. Wir machen uns da wieder auf den Abstieg. Drohne brauche ich nicht probieren bei dem Wind, das hat keinen Sinn. Und genießt die Bilder so, wie sie sind. Ja, ihr habt die Bilder gesehen. Klettersteig, Schwierigkeitsgrad B, aber nirgends ausgesetzt so richtig. Das heißt, das kann man sich als halbwegs Bergerfahrener schon ohne Set zutrauen. Steinschlag, ich darf aufpassen, dass nichts losdreht. Seid nicht so wappler wie ich. Ich habe tatsächlich einen Stein runtertreten, zum Glück niemand da, den man hier auf den Kopf fahren könnte. Der Abstieg auf dem Anstiegsweg. Unterschätzt das nicht, auch da im Aufstieg, es kann erstaunlich rutschig sein auf dem erdigen Boden mit dem Rauf. Da kann selbst jetzt noch was passieren. So, Schloss Hofansdorf, 45 Minuten nach diesem schönen Abstecher.
Also auf diesem stolzen Felsgipfel da oben sind wir gestanden. Gerade eben noch. Jetzt gehen wir durch das Buchental. Völlig überraschend wachsen da tatsächlich Buchen. Das Steigerl ist nicht besonders ausgetreten da. Das ist offensichtlich ein wenig begangener Abschnitt. Und da ist es aber arg matschig. Schönen Blick auf Spitz, auf den Tausendeimerberg und auf die Ruine Hinterhause haschen wir da noch. Ja. Marillenmeile zum Glauberkreuz, 252 Meter Seehöhe, Welterbesteig. Wir fühlen uns bestärkt. Ja, wer möchte, kann da die Fähre nach Spitzen übernehmen. Nur wer möchte schon, wenn er den Welterbesteig gebe. Hinter der abweisenden Mauer in Hofernsdorf verbirgt sich ein Schloss. Ja, von dem kriegt man jetzt sehr viel zum Sehen. Ja, wesentlich zugänglicher als das Schloss gibt sich die Kirche. So da ja. Hofansdorf, Schloss in 206 Meter Seehöhe. So, das ist also jetzt das Ende der 10. Etappe beim Schloss in Hofansdorf und vor der schönen Kirche. Ja, weiter geht's für euch hoffentlich auf der 11. Etappe von Hofansdorf nach Rossatz über den Seekopf drüber. Und falls ihr da doch nicht zwischen wollt, dann gut, ich bin flott dabei und vielleicht sieht man sie einmal bei einer anderen Tour. Ja, hallo, wie war gestern? Wie die Gespenster umrennen dürfen wir heute. Aber wir finden leider niemanden, der uns was Süßes gibt. Du hast da äußerst dekorative Blätter aufgespießt auf deine Strecke wieder mal. Das ist ein Aufwusstwerk ist man. Auf diesem stolzen Felsgipfel da oben sind wir gestanden. Wir sind verzichtet. Ich und meine Zuschauer sind da oben gestanden. Aber du gehörst ja auch so meine Zuschauer. Also von daher bist du auch oben gestanden. Ja, hier schau, das ist ein schöner Aussichtspunkt. Ach,